My childhood was a bore. My feelings got ignored. Now I keep acting out loud. Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Juline Lisa und ich freue mich mega, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Ich weiß, dass solche Shopping Hauls unfassbar gut bei euch ankommen, egal wo ich shoppen war. Ihr liebt es zu sehen, was ich gekauft habe. Und ich war gestern in der Stadt und ich war sehr lange nicht mehr in der Stadt shoppen. Deswegen dachte ich, filme ich euch das Ganze einfach mal ab, was ich mir alles so in der Stadt geholt habe. Ich habe tatsächlich sehr viele Kosmetikartikel geholt, aber es sind keine langweiligen Produkte. Auch sehr viele Klamotten. Ich würde sagen, ich zeige euch das einfach alles direkt. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, lasst uns einfach mit meinen absoluten Lieblingsprodukten anfangen. Und zwar freue ich mich darüber echt am allermeisten. Ich glaube, ihr werdet das, wenn ihr die anderen Teile seht, total komisch finden, aber das sind wirklich meine Favorite Sachen. Und zwar war ich als allererstes bei Rituals. Und zwar habe ich angefangen, die Produkte vor 2 Monaten oder so auszuprobieren. Und seitdem bin ich so verliebt in die Produkte. Das Geld lohnt sich so sehr. Und ich habe gestern 130 Euro dort gelassen. Lass uns nicht darüber reden. Ich zeige euch jetzt mal alles, was ich mir dort geholt habe. Ich kann euch die Produkte wirklich nur von Herzen weiterempfehlen. Und zwar als allererstes habe ich solche zwei Reisegrößen mitgenommen, weil die jeweils nur noch 2,50 Euro gekostet haben, statt, glaube ich, 7 Euro oder so. Nee, okay, so viel war es jetzt nicht, aber die waren 50% reduziert, also hat ein Teil knapp 5 Euro gekostet. Juline in Mathe wieder 1A. Aber die zwei Produkte durften auf jeden Fall schon mal mit aus den Reisegrößen. Und zwar einmal hier ein Duschschaum. Das ist der rote und ich kenne die Düfte tatsächlich noch gar nicht aus der roten Reihe. Und ich habe bereits schon aus der orangenen Reihe das Shower Oil und ich liebe das. Vor allen Dingen nach dem Rasieren unfassbar geil. Deswegen dachte ich, nehme ich mir noch eine kleinere Größe mit und zwar auch aus der roten Serie. Ich bin richtig gespannt, wie die rote Reihe duften wird. Also das durfte von den Mini-Größen, sage ich jetzt mal mit. Dann habe ich mir einmal dieses Set hier mitgenommen. Und zwar sind da 2 Handcremes drin. Ich hatte ja auch den Adventskalender und dort war eine Handcreme drin. Und seitdem, ich bin so verliebt in die. Ich hatte noch nie eine so gute Handcreme, die die Hände so gepflegt hat. Und hier ist jetzt eine drin, die wird Emek benutzen, weil es so ein Duft ist, der so ein bisschen holziger ist. Deswegen passt nicht so zu mir. Deswegen wird den Emek bekommen. Und das ist die orange-gelbe Reihe, die ich über alles liebe. Deswegen hat es voll gut gepasst, dieses Set. Deswegen haben wir, oder ich habe das dann mitgenommen. Weil Emek findet die Handcreme auch sehr, sehr toll und das sind jetzt 2 kleinere Größen, sage ich jetzt mal. Also einmal so ein Handcremeset. Ich weiß leider die Preise nicht mehr, weil ich echt einfach geholt habe, was mir gefallen hat. Dann haben wir einen Duschschaum für Emek mitgenommen. Also die Duschschäume sind richtig toll und ich habe ihn den gleichen Duschschaum schon mal vor... Boah, auch vor 2 Monaten, glaube ich, geholt. Und er fand den auch so, so toll, dass ich mir dachte, ich mache ihm eine Freude und nehme ihn den wieder mit. Und zwar mag er den dunkleren lieber. Es gibt für Männer einmal den hellen und den dunklen. Und er mag den dunkleren lieber, deswegen habe ich ihm den nochmal mitgenommen. Für mich durfte auch noch ein Duschschaum mit. Und zwar ist es, glaube ich, sogar aus der grünen Reihe. Ich muss echt sagen, wenn es jetzt das gleiche ist, die Handcreme davon hat mir gar nicht gefallen. Aber der Duschschaum irgendwie extrem. Deswegen, ich weiß nicht, also irgendwie... hat der Duschschaum ein bisschen anders gerochen. Aber der riecht halt unfassbar gut. Und die Duschschäume, ich liebe die einfach. Also die sind richtig, richtig toll, weil die so gut die Haut pflegen. Und man fühlt sich einfach so frisch danach, weil die Sachen echt toll riechen. Deswegen durfte für mich noch der grüne Duschschaum mit. Außerdem fand ich die Raumdüfte auch richtig toll. Und der hier war auch reduziert. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat, aber der war auch 50% im Angebot. Ich glaube, der hat nur noch 7 Euro gekostet statt 15. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Und genau, das ist auch wieder aus der roten Serie. Und ich liebe Raum- und Bettensprays einfach. Einfach so sehr. Ich bin wirklich süchtig nach sowas, deswegen durfte der natürlich auch noch mit und das war sogar der letzte. Dann habe ich mir ein Peeling mitgenommen und zwar habe ich die hier noch nie von Rituals ausprobiert. Das ist jetzt auf jeden Fall aus der weißen Reihe. Das müsste diese Sakura, wie auch immer Reihe sein. Und es ist ein Rice Scrub, also ein ganz, ganz leichtes Peeling. Und da ich jetzt aus der gelben Reihe fast alle Produkte hatte, außer hier diese Body Cream, habe ich mir die auch noch mitgenommen. Ich war immer zu geizig, mir die zu holen, weil die einfach 17,50 Euro kostet. Aber ich musste es einfach tun, weil die so gut riecht und die Haut so gut pflegt und deswegen muss ich einfach noch meine Bodylotion hier aus meiner Favorite-Reihe mitnehmen. Deswegen durfte die mit, auch wenn es mir ein bisschen im Herzen wehtat, aber die ist... Oh. Und dann habe ich mir noch so ein komplettes Set mitgenommen, weil die hochgerechnet einfach viel günstiger sind. Das Set hat jetzt 45 Euro gekostet
Und wenn man die Produkte alle einzeln kaufen würde, wäre man viel teurer dran. Und zwar wollte ich generell mal die komplette weiße Reihe ausprobieren, diese Sakura Shakura Reihe, wie auch immer. Die Produkte riechen richtig, richtig toll. Also in dem Set ist einmal drin eine Body Cream. Wie gesagt, die Body Creams sind richtig gut. Es ist halt so, dass ich nicht viele Creams vertrage, weil ich Neurodermitis habe und die vertrage ich halt richtig gut, trotz den Parfümstoffen da drin. Und deswegen... I'm in love. Passend aus der Reihe auch nochmal der Duschschaum drin, den wollte ich auch unbedingt mal haben, deswegen noch ein Duschschaum. Außerdem eins meiner Favorite Rituals Produkte, es ist hier dieses Hair and Body Mist, das war hier auch nochmal drin, ich liebe das. Ach, ich krieg's leider nicht raus, aber das sieht so aus, also das riecht richtig gut, wenn ihr mal... Wenn ihr mal bei Rituals seid, dann müsst ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das riecht richtig gut und der Duft bleibt sehr lange auf der Haut. Und ganz zum Schluss war hier dann einfach noch so ein Raumduft mit so Holzstäbchen drin. Ist leider eine kleine Größe, aber trotzdem sehr, sehr nice. Und das alles habe ich mir schon mal bei Rituals geholt. Ich würde sagen, lasst uns mit Zara weitermachen. Da wurde ich nämlich auch fündig. Und zwar, ein Teil habe ich nämlich auch schon an. Und zwar ist es hier dieses Crop-Oberteil in so einem richtig schönen Dunkelbraun. Ich liebe Brauntöne einfach so sehr. Oder so beige, hellbrauntöne ist einfach, boah, ich liebe das, was Klamotten angeht. Und so sieht das Oberteil aus. Also ich finde es so, so schön. Und es ist sogar relativ lang. Also eigentlich sind die Zara-Oberteile in diesem Schnitt viel, viel kürzer. Und ich finde es so schön. Und der Stoff ist so angenehm. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen oder Artikelnummern braucht, dann schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich euch da sehr gerne eine Auflistung zu machen. Und dann musste ich die Sachen bei Zara bestellen, weil ich eigentlich nicht zu Zara wollte. Es war nicht geplant. Aber das ist jetzt mein Paket, da mache ich jetzt so ein Live-Unboxing mit euch. So, als allererstes hier habe ich meine allerliebsten Crop-T-Shirts bestellt. Ich hole meine Crop-T-Shirts eigentlich immer bei Zara. Und die hatten eine neue Farbe, einmal orange, die hat mir aber nicht so gut gefallen. Und dieses dunkle Grün. Und ich sage euch, wie es ist, ohne dass es selbstverliebt klingen soll. Ich glaube, dieses Grün wird mir richtig, richtig gut stehen. Deswegen, ich habe mich da voll drin gesehen. Deswegen, ich habe das schon in Braun, in Weiß, in Schwarz. Ich habe das eigentlich in jeder Farbe, die es dir gibt, außer das Rote und Orange. Ne? Und das ist jetzt das Grüne. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich glaube, hier kann man sogar die Artikel nochmal lesen. Einen Moment. Leute, bestellt euch die. 9,95 €, die sind so geil. Das Weiße habe ich bereits schon, nur ist meins irgendwie ein bisschen verfärbt. Also ich wasche natürlich Weißwäsche und Buntwäsche getrennt, aber mein weißes Oberteil hat sich voll verfärbt, deswegen muss ich mir nochmal ein neues bestellen. Ich denke mal, die Sachen muss ich euch nicht getragen zeigen. Ich glaube, jeder, der meine Videos verfolgt, weiß, dass ich die fast in jedem Video trage, weil ich die einfach so sehr liebe. Und dann habe ich mir noch zwei Hosen bestellt. Die werde ich euch auf jeden Fall auch angezogen zeigen. Leute, die mich auch schon seit dem Sommer verfolgen, wissen, dass ich mir genau die Hosen schon mal bestellt habe. Allerdings damals in XS und die eine Hose in XS hat mir irgendwie nicht mehr gepasst. Deswegen muss ich mir die nochmal neu bestellen. Und zwar hatte ich die halt, wie gesagt, schon mal. Ist so eine, ja, wie so eine Anzugshose. Seht ihr gleich getragen. Ich werde super oft gefragt, woher ich meine Beige davon habe. Da passt mir nämlich die XS auch irgendwie noch. Hier in der, wie gesagt, nicht mehr. Deswegen muss ich mir die jetzt nochmal in S bestellen. Und warte, ich kann euch hier direkt auch einmal die Artikelnummer zeigen. Ich wurde super oft gefragt, woher ich diese Hose habe. Also die ist von Zara und die lohnt sich einfach so sehr. Und nein, Leute, meine ist hier einfach kaputt. Seht ihr das? Und ich habe die ja gerade erst geöffnet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, man kann das sogar voll weit aufreißen. Nein. Oh mein Gott. Egal, ich werde sie trotzdem behalten. Und weil ich die so sehr liebe und die einfach so classy ist und man die auf alles, also zu jedem Anlass tragen kann, habe ich mir die auch nochmal in Schwarz bestellt. In Schwarz sieht die so aus. Das war's dann mit Zara. Ich habe mir noch Schuhe geholt und zwar bei Snipes. Und das war so eine richtig spontane Aktion. Ich meinte so, also Sarah hat die Schuhe gesehen. Sie fand die sehr schön. Und ich war mit Sarah shoppen und dann meinte ich so, aus Spaß, wenn du die kaufst, dann kaufe ich sie auch. Und sie so, ja, lass machen. Und ich so, ja, safe. Und dann hatten die aber nur noch 39. Und ich trage eigentlich 38 in Air Force. Deswegen, ich hoffe auf jeden Fall, dass mir die nicht zu groß sein werden. Weil ich liebe die. Und ich wollte sie unbedingt mitnehmen. Es sind halt Air Force. Und ja, wer hätte es gedacht, in braun, beige, also die haben richtig schöne Brauntöne drin. Und es ist auch der neue Air Force, also es gibt ja zwei verschiedene, einmal mit plattem und hohem Absatz, das sind jetzt die mit höherem Absatz. Ich finde nur die Schnürsenkel voll scheiße, aber da habe ich mir jetzt schon heute bei Rossmann neue gekauft, weil die gehen bei mir immer auf, also so Schnürsenkel kann man bei mir in die Tonne hauen. Auf jeden Fall sind das hier die Schuhe, ich finde die unfassbar schön. Die haben 120 € gekostet und ich finde es auch so schön, dass dieses...
hier in diesem, ich weiß nicht, ich bin einfach in Love. Außerdem war ich natürlich auch bei Douglas. Also ich muss, wenn ich shoppen bin, immer zu Douglas gehen. Und dieses Produkt habe ich mir nur gekauft, weil ich einen 10-Euro-Gutschein hätte. Sonst hätte ich mir es wahrscheinlich nicht gekauft. Und zwar geht es hier um ein Charlotte Tilbury-Produkt. Die Produkte sind leider sehr, sehr teuer. Also das hat jetzt 35,99 € gekostet. Aber ich hätte, wie gesagt, einen 10-Euro-Gutschein. Deswegen habe ich mir den jetzt geholt. Und zwar ist es der Highlighter. Der ist ja fast immer ausverkauft und den gab es jetzt noch und so habe ich mich für die Farbe, hier steht keine Farbe drauf, aber ich habe mich auf jeden Fall für die dunklere goldene Farbe entschieden und es ist ein Cream Highlighter und ich habe bereits schon den Bronzer auch damals im Sale gekauft und dazu habe ich dann einfach einmal so ein Bun zum Abschminken umsonst bekommen, einmal von Kylie Skin, dann habe ich noch eine Wimpernzange umsonst bekommen, auch richtig heftig und dann noch eine Moisturizing Creme, die das Gesicht mattieren soll, das habe ich einfach alles umsonst bekommen, richtig heftig. Und ja, das war dann meine Ausbeute von Douglas. Außerdem war ich auch noch bei Action und dort habe ich Chai-Gläser gekauft. Die sind so schön. Haltet euch irgendwo fest. Es sind ein bisschen größere, als die ich aktuell zu Hause habe. Deswegen auch voll perfekt. Und die haben einfach einen goldenen Rand. Und alle, die mich kennen, wissen, wie sehr ich die Farbe Gold liebe. Egal wo dran. Und deswegen konnte ich nicht anders, als die mitzunehmen. Und die haben, glaube ich, 2,49 € gekostet. Also ich finde, es geht übel klar. Und die sind so wunderschön. So, hier ist ein kleiner Zwischenschnitt. Wir haben mittlerweile 3 Stunden später. Ich habe das Video vor 3 Stunden gedreht. Und da habe ich gerade aufgeräumt und mir ist aufgefallen, ich habe euch einfach vergessen, eine Tüte zu zeigen. Und zwar war ich doch bei H&M. Deswegen hier jetzt noch dieser Zwischenschnitt. Ich werde euch die Sachen jetzt nicht mehr angezogen zeigen, weil ich muss das dringend mal hier mit dem Video fertig werden. Ich zeige euch einfach mal, was ich mir noch bei H&M geholt habe. Und zwar habe ich mir einmal für 14,99 €, finde ich übel okay, so einen Velourstoff ist das, eine Jacke geholt. Und zwar gab es dazu auch die passenden Hosen, aber leider nicht mehr in meiner Größe, hätte ich mir auch super gerne mitgenommen. Und zwar sind die im Moment überall auf TikTok, überall auf Instagram und ich dachte mir so, ich muss die mitnehmen. Die habe ich jetzt in XS genommen, weil die sehr groß ausfallen. Und ja, das ist quasi einfach so eine Strickjacke in so einem richtig tollen braunen Velourstoff und die hat so einen weichen Stoff, also ich liebe die. Vor allem, glaube ich, zum Chillen ist die richtig, richtig geil. Und ich habe mir dann noch einmal dieses Kleid hier geholt für Silvester, aber da werden Silvester dann doch nichts unternommen haben, konnte ich das Kleid leider nicht anziehen. Das ist halt auch von H&M gewesen, das habe ich in der Größe S für 19,99 € und es ist so wunderschön. Also das Kleid werdet ihr auf jeden Fall mal in meiner Story sehen, falls irgendein schöner Anlass dafür kommen wird. Und zwar ist es so ein schwarzes Kleid. Und das betont total toll das Dekolleté in die Brust. Dann ist hier so eine Schleife dran. Und es ist so ein gezogener Rüschenstoff, würde ich sagen. Und es sieht wirklich super, super schick aus. Ich glaube, man kann sich das schon total gut vorstellen. Und ich finde, für 20 € ist es richtig schön. Ich wusste gar nicht, dass H&M so unfassbar schöne Kleider hat. Und jetzt kommen wir zum Ende des Videos. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir hier nur noch Bershka. Und da habe ich auch bestellt, weil ich genau wusste, dass der Laden überfüllt sein wird. Ich hasse Bershka, das ist so überfüllt immer da. Und dort habe ich mir 2 Teile bestellt und zwar einmal ein Hemd. Das Hemd habe ich bereits schon in XS. Das trage ich voll gerne so als Übergangsjacke. Ich habe es auch voll gerne im Herbst und Sommer immer getragen. Und ich wollte das Hemd jetzt mal noch in Oversized haben, deswegen habe ich mir das in L bestellt. Ich wollte eigentlich XL, aber es war leider ausverkauft. Das ist die Artikelnummer. Und ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr Oversized. Ich dachte mir so als Jacke oder man könnte da so ein kurzen Pullover drüber tragen. Also ich habe voll viele Ideen, wie ich das stylen kann. Deswegen habe ich hier einmal ein ganz normales weißes Hemd in Weiß bestellt. Ich denke mal, das muss ich euch nicht getragen zeigen. Ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, wie das getragen aussieht. Und diese Hose hier, die habe ich mir nämlich schon vor 3 Wochen geholt, aber in einem ganz hellen Beige-Ton. Und Bershka hatte ja voll den heftigen Sale und die Hose hat dann statt 25 € nur noch 11 € gekostet. Und das hier ist die Artikelnummer. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und jetzt habe ich mir die noch in so einem Braunton bestellt. So. Ich hoffe, das ist genau die gleiche, weil ich habe das Gefühl, dass die einen anderen Stoff und einen anderen Schnitt haben wird. Ich werde sie auf jeden Fall mal anprobieren, aber ich glaube, es ist nicht genau die gleiche. Ich verstehe das bei Bershka nicht. Die Hosen, die beige Hose war direkt bei hierbei. Okay, man kann es sich erklären. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also, die waren direkt nebeneinander auf einem Ding und dann denkt man ja eigentlich, dass es genau die gleiche ist, nur in einer anderen Farbe. Aber ich glaube, die hat einen anderen Schnitt. So, die Hose habe ich jetzt angezogen und die wird definitiv morgen wieder zu
zurückgeschickt. Es ist leider nicht die gleiche und es macht mich gerade total traurig. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die sitzt halt einfach total komisch. Die macht hier eine unfassbar komische Figur, finde ich. Die sitzt total breit unten. Die andere passt mir ja oben auch perfekt, aber die hier ist auch einfach viel zu groß oben. Also es ist leider nicht die gleiche und die wird auf jeden Fall wieder zurückgeschickt. Das hier waren auf jeden Fall jetzt alle Sachen, die ich in der Stadt gekauft habe. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was war das letzte Produkt, was ihr gekauft habt. Schreibt es mir echt mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Bleibt gesund, ich habe euch lieb und bis dann. Ciao!